So, willkommen zurück zu The Winter Witnessen. Wir stehen, wir sind die schlechtesten Diebe der Welt, habe ich das schon mal erwähnt. Wir haben nämlich mit Mühe und Not hier letztes Mal die ewigen Wächter platt gemacht, nur um dann zu bemerken, dass es totaler Quatsch war, weil das Item, was wir da rausgeholt haben, ist nichts wert. Wir sind aber, das war immer noch irgendwie eine Ruine der Ewigen und die haben Phasenkondensator? Wahrscheinlich Ladung beliebig lang zu speichern. Das ist wiederum interessanter. Die haben alle Phasenkondensator. Ob ich daraus noch was Cooles bauen kann? Es kann in der Ladung beliebig lange speichern. Das ist das Schwert, was wir geklaut haben, ne? Ja, die ewige Sturmklinge. Das nutzlose Ding der Nutzlosigkeit, wie ich es auch gerne nennen würde. Ist das hier noch? Welcher Schema? Ach ja, das ist. Das Ding wollten wir auch noch bauen. Brauche ich für den Einbringer? Nicht durch Zufall welche Phasenkondensatoren. Die hätte ich jetzt gerade durch Zufall. Scharfer Stein. Teller. Phasenkondensator. Also, wie gibt's ja ansonsten nicht so als viele Reichtümer? Was ist der Schiff? Schon ein Eingabefenster? Oh, ein Elfenskelett. Wie ist das denn hier runtergekommen? Gibt es dazu noch einen Kommentar? Warte mal hier. Könnte der Bestie mal kurz sein. Quatsch, den Bestie. Der rote Kunst mal sein Zeug wiederherstellen. Wie sind die Elfen hier runtergefallen? Geht hier irgendwo weiter? Ein Elfenskelett. Oder? Achso, ich hätte vielleicht mal. Oh, eine Schale. Die gebe ich nur mit, weil sie hier. Ich hätte vielleicht nochmal zu den Elfenskeletten latschen. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil die Seelen der Toten, glaube ich, bleiben auch nicht so lange. Nicht lange dort. Ich meine, warum sollten sie auch? Wenn der Körper irgendwann mal verrottet ist, dann gibt es ja auch nicht viel, also viel Grund noch zu verweilen. Was sieht so aus, als hätten wir hier nichts verpasst. Ich bin ja quasi schon enttäuscht, muss ich sagen. Wie gesagt, hier unten gibt es noch was zu holen. Das ist schon gut, wenn ich eigentlich nicht mehr nervös ist. Das Horn ist doch gar nicht da, oder? Eine Plattform hier. Ja, auch nichts. Na gut, dann war das auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Einbruch. Ne? Wir könnten immer in diesen komischen Tempel noch raiden. Wir haben ja das Wasser abgestellt. Schauen wir nochmal. Setzt die Musik aus. Angeblich wurde der Laser gefixt, fällt mir gerade wieder ein. Das ist hier unten. Achso, das war die. Oh, was war mit der Schildkröte? Falsch, was war das? Ich habe schon wieder alles vergessen, was ich schon in der Woche her, seit letztes Mal gespielt habe. Wir könnten das. Das Wasser mit jetzt müsste jetzt zurückgehen. Das ist ja der verrückten Tempel, habe ich dann direkt gerettet? Das war ja einfach. Das macht den Fall natürlich. Schreiben von Jens Tessa, ja. Komme ich da irgendwie direkt hoch? Ah ne, da standen böse Viecher, ne? Da habe ich mich letztes Mal. Oh ne. Fruchtjung, weil das schwarze Ring ist. Wir latschen jetzt mal zum Tempel jeden Tag. Ihr müsst jetzt ja eigentlich. Wasserschaden. Das ist schon mal eingefroren. Der Wasserrückgang ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gewaltig. Sind wir eins meiner Ziele, der Ork-Tempel. Tempel von Vorogia. Oder auch jetzt hier live. Live gucken wir dabei zu, wie das Wasser zurückgeht. Das sieht eigentlich echt episch aus. Wir können hier. Verwirrtes Krokodil? Was? Ach, hier sind sogar Gitter, die das. Was hat denn das arme Kroko? Achso, weil kein Wasser mehr wahrscheinlich da ist, oder? Ein Meereskrokodil schaut sich offengehrig desorientiert um. Es erblickt dich. Wo ist das Wasser? Warum schmerzt mein Schädel so? Sagen, dass du durch ein Portal aus dem Meer herkommen müsst. Der Strand ist aber nicht weit. Aber ein Krokodilzahl ist vielleicht sich nur besser für das. Strand, ja! Nach einer Rast! Das Krokodil sinkt zusammen und schließt die Augen. Ugh. Das Krokodil liegt schlaff dort, wo du es zurückgelassen hast. Erholt sich immer noch von der Tortur. Mein Kopf! Ugh. Ach, schön. Ach, das ist hier die Tür. Ich krieg die einfach so auf. Oh ja. Oh, hier sind Klave. Das war erstaunlich einfach, hier einzudringen. Wenn was Schönes gibt. Dann habe ich hier ein Quest hier.
Eigentlich sollte für den Tempel ja nicht mehr allzu viel Brauchbares zu klauen übrig sein, oder? Nachdem wir hier alles unter Wasser gesetzt haben. Was sind das hier? Computer? Hm, wenn ich es recht verstehe, steht dort wandelt sicher auf Rugias Fahrt. Na toll. Da hinten ist eine geläuterte Leiche. Wie kommt die denn da hin? Oder ist die da einfach nur runtergefallen? Oh, ein Schlüssel. Und ein Zahn. Vor allem ein uralter Schlüssel. Aber die Leiche sieht halt super frisch aus. Das ist doch irgendwie auch irgendwie unwahrscheinlich, oder? Warum sollte denn da eine frische geläutet? Oh. Hier hat sich der schwarze Ring auf meine Nase geholt. Lasst Vorsicht walten. Der leicht bekleidete schwarze Ring, wie ich es mal wieder betonen möchte. Eine giftige Nase. Passt auf, hier sind Fallen aufgestellt. Ja. Lass mal Ivan vorrennen. Das war bestimmt nicht die letzte Falle. Noch eine Falle. Gold. Was sind das hier für schwebende Platten? Die sehen so aus, als würden sie schnell durch die Gegend fahren. Ach so. Es wäre vielleicht gut, wenn eine Einzelperson. Ein bisschen liefern. Nicht Lindes. Da vorne laufen würde, um sich das. Also nicht nur. Was? Warum ist denn da oben eine Falle? Muss ich das verstehen? Man kann es so übertreiben mit den Fallen, aber wirklich. Meine wackeren Recken ist überlebt? Natürlich nicht. Was haben wir hier Schönes? Und Schalter. Du siehst einen ziemlich alten aussehenden Hebel vor dir. Er ist noch feucht von der gerade erst abgelaufenen Flut. Den Hebel genauer ansehen. An der Seite des Hebels findet sich ein kleines Loch. Es sieht fast so aus wie ein Schlüsselloch. Den Schlüssel in das Loch stecken und am Hebel ziehen. Ein tiefes Grummeln kündigt an, dass die Wand versinkt. Eine Geheimtür. Ach, wie schön. Gut, dass wir den Schlüssel gerade geholt hätten. Und den, hätte es hier finster ausgesehen. Wahrscheinlich gibt es im ganzen restlichen Tempel auch einfach gar nichts. Eine riesengroße Arm. Ach, hier sind noch mehr Armbalisten. Ballisten. Da schlägt die ein. So mitten zentral. Ob das noch so was zu gebrauchen ist, das Wissen. Was haben wir hier noch? Lagerfeuer. Hm. Geht aber noch an. Scheint gar nicht so feucht zu sein. Also ist hier ein anschauen, ja, aber gerade den von Rot. Oh, guck mal, ein Ork. Warum sieht denn das Quellenzeug hier so anders aus? Altafen Vrogia? Moment, Quick Save. Bei den fristen Tropfen des Flutwassers und der aufgeblähten Leiche zu seinen Füßen fühlst du dich eher wie in einem weiten Grab als wie in einem Tempel. Dennoch näherst du dich dem Altar. Niederkniet dein Gebet an Vrogia murmeln. Deine Sicht verschwimmt, du öffnest die Augen auf einer finsteren Lichtung. Vor dir liegt ein Bulle unter einem umgestürzten Baum gefangen. Er blickt dich aus bösen Augen an. Siehst, wie er sich in einen Bären verwandelt, der die Klauen in der Erde versenkt und versucht, den Stamm zu verschieben. Du blinzelst, das ist ein Gorilla, der mit durchgebogenen Rücken gegen den Baum drückt. Nach kurzem Kampf sinkt er besiegt zu Boden. Sein wächtlicher Blick kehrt zu dir zurück. Stärke, bellt der Guttural. Gebt mir eure Stärke. Deiner Gott hat bitten einzugreifen, nur dies einmal. Du wirst nicht für deine Tatkraft zehren lassen. Der Götter ändert wieder die Form der Wurzel einer Schlange. Ziehst eine Grimasse, streckst die Hand aus, Vogel versenkt die Zähne darin. Du spürst, wie sich der Fluch in deinen Körper ausbrütet, als du die Kraft dich verlässt. Gleich wird die Schlange stärker beginnen, pulsierend zu leuchten. Du reißt die Hand weg, ehe der letzte Tropfen deiner Kraft verschwunden ist. Gebeugt und nach Luft ringend stehst du da. Rogis sanftes Glühen wird stärker, bis du mühsam ansiehst. Dein Gott wird zu gelber Flamme und er brennt sich wie durch Holz. Rogir verwandelt sich wieder und steht in seiner wahren Orkstatt vor dir, ehe er verächtlich schnaubt und weggeht. Die Vision verblasst langsam, du kommst im Tempel wieder zu dir, den Geruch von nassen Tod noch in der Nase. Du siehst, dass ein grobschlächtiges Sonnensymbol in den Felsen des Altars geschnitzt wurde. Habe ich jetzt Stats dafür verloren? Verflucht, geht das nochmal weg? Es sieht irgendwie sehr dauerhaft aus. Mist. Das sieht sehr, sehr dauerhaft aus. Aber warte mal, Moment mal. Das ist. Ich habe doch da gegen Verfluchen, habe ich doch was. Naja. Na gut. Für eine Sekunde war ich schon besorgt.
Der Tag vor dir und schweigt verstockt. Siehst das Bündnis der Sonne grob schlecht in den Felsen geschnitzt. So, jetzt habe ich keine Absolute mehr, oder? Habe ich Stärke verloren? Ja. Noch mehr Armbrust. Also die Orks haben mir sich anscheinend zum letzten Gefecht hingestellt. Auf der anderen Seite erwarte ich denn wieder keine Überraschung. Oder gibt es hier auch noch eine Geheimtür? Was habe ich jetzt gefunden? Außerirdische Lebensessenz? Was? Ich habe hier gerade so einen komischen Buddelhaufen gefunden, aber ich sehe den noch da vorne. Außerirdische Lebensessenz? Ist das einfach nur eine schlechte Übersetzung? Oder ist das Ding wirklich außerirdisch in dem Sinne von dich für dieser Welt? Oh. Ein ewiges Artefakt. Ich muss mal versuchen, was da war. Was habe ich denn hier für das, für den Eidbrecher gebraucht? Für den Eidbrecher brauche ich... Achso, na gut. Okay, ich brauche die Teile des Eidbrechers. Na gut, das ist... Die lassen sich bestimmt nicht so einfach beschaffen. Das ist eine... Das ist, oh, das ist ja eine Falle. Ne? Damit der Rest hier wahrscheinlich auch nicht drin ist. Oh, nice. Hände der Prophezeiung. Ja, Initiative. Erfolg Intelligenz 13. 16. Sind schlechter als meine aktuellen Handschuhe. Schrott. Zwar nett gemeint, aber leider absoluter Schrott. Na gut. Gut. Also hätten wir diesen Tempel außer der Geheimtür nicht viel gefunden. Und den Altar von Vrogia halt, aber das hätte halt. Achso, die Geheimtür für direkt ja noch. Das sind aber auch viele Fallen, ne? Sind meine Leute gerade erfolgreich allem ausgewichen? Nice. Fallen lassen sich gar nicht so einfach schaltern, wie ich mir das vorgestellt habe. Siehst du halt weg. Komm, das. Achso, ey. Ich hätte echt gedacht, dass man die Schalter vielleicht auslösen kann. Ja, die Fallen. Im ersten Teil sind die noch schön, Kettenreaktionen. Aber es scheint hier eher nicht zu passieren. Feuerball explodieren die halt aber ansonsten. Hm, naja. Also das, die Dinger manuell zu entschärfen, würde auf jeden Fall Ewigkeiten lang dauern. Zum Glück ist dies nicht meine Aufgabe. Auch nicht. Guck mal, hier sieht die Schäden noch heil aus. Ich dachte, dann gehst du auch mit dem. Achso. Und was ist hier gerade? In der Sekunde, wo ich die Tür kam, gerade zersprungen. Welche Truhen noch die überlüten können? Da vorne sieht es irgendwie so wichtig aus. Noch ein Ork. Aua. 377? Die Animation ist einfach cool, viel Spaß hier. Oh. Holy Schalterrätsel, Batman. Guter Sarkophag, noch so einer? Überhaupt nicht anstrengend hier, das mit den Ewigen. Ich sollte vielleicht nur mit einer Person durchlatschen und nicht mit allen. Vielleicht gibt es da Geister. Das ist ein guter Einwand. Zumindest die Typen vom Schwarzen Ring sind bestimmt wieder zahlreich da. Ach, guck mal, hier ist auch einer. Geist des Ritters von Vrogir. Moment, wo ist der rote Prinz? Und wieder alle durch die Fallen. Dann kann aber Eva mal in der Zwischenzeit mal nach oben laufen. Mal gucken, ob es da vielleicht noch andere Geister gibt, mit denen man noch quatschen kann. Hier oben vielleicht Geister übersehen. Stimmt, da hinten lag ja auch noch ein Ork, ne? Das wird bestimmt nicht informativ, wenn ich jetzt hier. Ach, ist ein Ork-Priester. Warum kann ich ihn jetzt looten? Geht gerade, ging das noch nicht? Ach, tatsächlich. Ach, sie sagen ja. Vor dir kniet der Geist eines Priesters. Eines Ork-Priesters. Er zieht einen verzierten Dolch hervor und schneidet sich in die Handflächen. Umherum wird eine Brausen plötzlich zum Brüllen. Tosende Wassermassen. Vrogir, ich bin euer Diener, bis zum letzten Atemzug. Er besprenkelt den Altar mit seinem Geisterblut und verdreigt sich. Das Tosen des Wassers wird noch lauter. Plötzlich wird der Priester nach vorne geworfen und sein Schädel trifft den Altar mit einem Knirschen.
Die Orks waren schon vor, die ganze Zeit hier. Level 1. Der Geist eines weiteren Orks steht vor dir. Es ist eine Priesterin. Was? Sie starrt fassungslos auf etwas über dir, das sich offenbar von der anderen Seite der Hallen nähert. Sie stolpert einige Schritte zurück. Ein Brüllen dringt dir in deine Ohren. Wassermassen. Die Priesterin will fliehen, wird aber plötzlich eine unsichtbare Gewalt von den Füßen gerissen. Hm. Ich fast natürlich über den überschwemmten Tempel. Achso, ich kenne ja auch die. So. Denn. Ein gepanzerter Riesengeist brütet wild mit einem geisthaften Kriegshammer auf seine Umgebung. Ein ohne Wirkung. Zwischen den Hieben kannst du dein Gesicht sehen. Erst ein Ork. Hunde! Feiges Gewürm! Feiglinge! Mit einem letzten Schrei schleudert er den Kriegshammer fort, wendet sich dir dann finster drein schon zu, wobei er nach Atem ringt, den er gar nicht mehr braucht. Kotterwächter! Ihr seid hier! Habt ihr diesen Kröten des Schwarzen Ringes getötet, die Vorges Tempel entweiht haben? Diesen heiligen Tempel geflutet, anstatt sich ihm mehr im Kampf zu stellen? Sagen, dass du sie alle getötet hast. Gut, Frevler verdienen nicht als den Tod. Dieser Tempel war eine Festung. Meine Fallen machten ihn unpassierbar und damit unangreifbar. Diese Ratten, dieser bleiche Mann, er setzt nicht auf Stärke, sondern auf einen elenden Feigling und ließ mich wie ein Trottel dastehen. Stellt euch mir, ihr erbärmliche Maus! Nach den Orks fragen, was ist aus ihm geworden? Die Welt wohl zu zivilisiert für uns. Keine Plünderung, kein Ruhm, nichts, um unser Herz zu erfreuen. Meine Leute haben euch die Städte und Höfe und weiche Betten gelassen. Sie sind auf der Suche nach einem Ort, an dem sie leben können. Weit gewandert. Ah, ich bin ein Ritter von Vrogje. Ich stehe Wache. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Achso, die Orks sind nach ihren eigenen. Na gut, das ist ein leichter Spoiler für die 2. Eigentlich. Na gut. Egal, weiter am Text. Ich weiß nicht, was aus den restlichen Orks ist. Ah, das sind die Orks so besonders, weil die in der Welt hier gar nicht mehr existieren. Oh, kaputter Sarkophag. Das ist aber kein Mensch, der hier liegt, oder? Ist ja bestimmt sehr interessant, jetzt Zane beizuhauen. Nee, Fane heißt nicht Zane. Kann ich überhaupt so? Wenn ich da einen zaubern kann, dann kommt er auch. Nee. Ich hätte gerade kurz überlegt, ob es nicht besser gewesen ist, den roten Prinzen loszuschicken, weil der ja zwei Displacement-Zaubersprüche hat, aber er hat ja doch nur einen. Und? Okay, nice. Okay, ein Trashbogen. Trashhelm. Irgendwelchen Mist und einen legendären Golch. Nächste Beitänger. Was? Beitänger Kampf? Kann ich da die angreifen? Ja, das ist. Ich muss irgendwann mal, wenn ich ganz viel Muße habe, will ich die irgendwie mal mit einer Schleichklasse spielen, aber nicht heute. Na gut, das war also der Tempel von Vro. Ah, ja, das war noch nicht der Tempel von Vro hier. Hier steht noch was. Das ist so wenig so Rüstung hat. Das ist voll nervig. Cool, ein Diamant. Das ist alles? Ich habe jetzt ja nicht irgendwelche Big Revelations gehofft, dass hier irgendwie mal erklärt, was hier abgeht. Um so salopp zu sagen, aber. Nein. Anscheinend gönnt mir niemand die Erkenntnis. Na gut. Traben wir von da. Gut, das ist also der Tempel von Bro hier. Jetzt auch nicht so unfassbar ertragreich, die ganze Geschichte. Außer, dass hier. Dass der lustige Ork da sehr stolz auf seine Fallen sein kann. Ich hab's übrigens nicht so das Herz gemacht, den armen alten Ork zu sagen, dass wir. Naja, nicht direkt Fallen. Nicht direkt alle getötet haben. Das ist irgendwie lustig, ist gut. Obwohl magische Schanzen. Da nee, hinten sind noch schwarze Rücken. Der Geist einer Hexe des Schwarzen Rings liegt strampelnd und sich windend auf dem Boden, eingehüllt von geisterhaften Flammen. Eine unsichtbare Kraft zerrt eine Gestalt, wie sie, um ihn in Sicherheit zu bringen. Das schwache Geräusch eines abgeschossenen Pfeils klingt durch die Hallen. Was für eine Kraft auch immer an die Hexe gezerrt hat, sie hört abrupt auf. Die Hexe wird schlaff, die Flammen verschlingen sie. Schänder ist auch gut. Der Geist eines Schänders des Schwarzen Rings zieht etwas oder jemanden. Mit beiden Händen fieberhaft rückwärts und blickt sich hilfesuchend um. Etwas unter seinen Füßen klickt. Man würde doch eigentlich erwarten, dass der schwarze Ring deutlich gnadenloser ist und sich nicht um sowas Gedanken macht, oder? Um so Flucht und so Zeug und Leute zurückziehen. Hilfe! Lösch die Flammen! Lösch die Plötzlich zischt ein Geistfeuer heran und fährt ihn mit einem Wack zwischen den Augen in seinen Schädel. Sein Geist zeigt Verwirrung und entspannt sich. Dann bricht er an sich zusammen. Hier sind ja noch mehr Türen. Ah, nee, komm ich her. Ich dachte gerade hier, das ist. Spaltet sich noch unendlich viel auf, aber. Na gut.
Naja, das war wahrscheinlich. Liegt das arme Krokodil immer noch da? Oh. Du musst das Spiel noch mal in die Hülle spielen, die ist echt super nett und freundlich. Aha. Das Krokodil liegt schlaff dort, wo du es zurückgelassen hast. Er erholt sich immer noch von der Tortur. Mein Kopf! Oh. Das arme Kroko. Das kommt halt überhaupt nicht wieder weg, klar, ne? Das arme Tier. Na gut, weiter im Text. Da oben war der nächste Tempel, ne? Wenn ihr ein Tempel zu allen neuen ist, wird das hier noch richtig aufwendig, ne? Schrein von der Zessa, aber der Schrein von der Zessa scheint ja irgendwie nur Oberfläche zu sein. Ne, habe ich schon geplündert, oder? Sockel? War's das? Gibt's hier oben nicht mehr? Ritter von Zessa? Achso, das sind die Gobos. Sie davon haben müssen sein. Was ist mit denen? Die haben alle Quellenenergie. Die Geistererscheinung startet und setzt geradewegs durch dich hindurch. Sie haben die Welt genommen! Sie haben alles genommen! Aber sie dichten, was, wissen nicht, was es ist! Sie wissen nicht, was sie da haben! Fragen, ob sie einen Kobold-Taschenwelt meint. Du hast davon gehört, aber nicht daran geglaubt. Hoffnung flammt in ihren Augen auf, als sie versucht, dich zu fixieren. Diese Hunde von Schwarzen Ring! Sie haben das Universum gestohlen! Aber sie wissen nicht, was es ist! Ich bete, dass sie nicht auf die Idee kommen, das Ding zu benutzen! Sie wendet sich ab. Essentielle Ingenieurskunst? Essentielle Ingenieurskunst von Bertie Krumm. Fasziniert von Automaten, aber unsicher, wie man das Beste aus diesen mechanischen Wundern macht? Dann lest hier Bertis Tipps, Tricks und sonstige Hinweise. Schritt 1. Werf das Ding an. Wie? Mit einem Phasenkondensator natürlich. Zu diesem mehr im Kapitel 5. Hier genügt der Hinweis, dass kein Automat ohne funktioniert. Falls ein Automat einmal Funktionsstörungen hat, nimmt man stets zuerst den Kondensator raus, ehe es zu bleibenden Schäden kommt. Ich habe davon nicht gelernt, wie man das... Haben die hier alle in Harmonie miteinander gewohnt? Ah, ich wollte nicht den Sockel mitnehmen. Der Sockel hin. Da. So. Ein leerer Sockel steht vor dir. Seine köstlichen Schnitzereien zeigen dir, sagen dir, dass es sich auf ihn eins etwas von großem Wert befunden hat. Wahrscheinlich das Taschenuniversum, nehme ich an. Ich habe unten einen Lichtschalter ausgemacht, ne? Das werde ich bestimmt bitterlich noch bereuen. Ich sehe es kommen, dass ich wieder runterlaufen muss, um den scheiß Lichtschalter wieder anzumachen. Das wird aufwendig. Ja, weil ich nochmal runter in den Keller muss und den Lichtschalter anmachen muss. Ich sehe es kommen. Da oben sind bestimmt wieder schwarze Ringidioten, oder? Ja, Schmerz wieder schwarzen Rings. Level 16. Könnte ich gerade noch tot kriegen. Kann ich hier vielleicht noch mit irgendwelchen toten Bäumen reden? Und hier oben? Aus wie der Hain von Tierzendenlos. Ist es da bestimmt nicht, oder? Oder treffen wir hier alle Sahelia wieder? Wie sieht es jetzt immer aus? Stuhl. Das sieht halt viel zu chillig aus hier. Uah! Letzter Waldtiger? Kiefer der Händler und Triade der Händler. Ja, willkommen bei den Elfen. Können wir uns da nicht zufällig irgendwie hochschieben? Wie fahren? Geht da was? Da geht tatsächlich was. So. Tempel von Tierzellenlos, jawohl. Rest hochliefern. Zack. Geht doch. So, kann ich jetzt Elfen mit dem scheiß letzten Waldtiger reden? Die Tigerin hat die Augen geschlossen und scheint zu beten. Ifan, dein Einsatz. Die Tigerin hat die Augen geschlossen und scheint zu beten. Ihre Nase zuckt, als sie deine Anwesenheit spürt. Ich rieche den Nebel an euch, Hundemann. Den Nebel des Todes. Ihr wart dort, als meinesgleichen getötet wurdet. Ihr seid schuld. Die Tigerin sagt, dass du nicht vorhin Autos siehst. Du kannst die Wartwürfe eben nicht leugnen. Es wäre ein paar einfaches Parken zum Kleinen. Ich wusste, dass da irgendwelche Ranken sind. Egal. Nicken. Sie grinst und zeigt aber spitze Zähne. Sie hebt eine Pfote und streckt die Krallen einzeln aus. Eine, zwei, drei, vier. 5. Kleine Wölfe sollten es besser wissen, als korrumpierte Leitwölfe zu folgen. Und wem folgt ihr nun? Wir sagen, dass du deinen eigenen Verdammten selbst folgst. Wir sagen, dass du Radik gefolgt bist, den Gott von deinesgleichen. Ihr lernt also nicht aus euren Fehlern. Wie schade. Sie beugt dich einen Augenblick und scharf abwägen und springt dann auf dich los. Ihre Kralle blitzt im Sonnenlicht. Schade. Hätte ich gedacht, dass es irgendwie anders läuft. Na gut, dann, hier, der wieder null physische Rüstung war. Was war das?
Ich ahne, wie das dieses Vieh nicht töten kann. Also es ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ich habe mir das Gefühl, dass wenn in dem Moment, in dem ich es umhaue, es halt nicht stirbt. Was hat das überhaupt für Eigenschaften hier? Feuer und Gift. Ja, toll. Gut, dass ich auch nur einen einzigen Giftattacke habe. Warum habe ich eigentlich wirklich nur einen einzigen Giftattacke? Habe ich nie was anderes gelernt? Wie konnte das denn bitte schon eigentlich passieren, dass ich nur ein einziges Erddings habe, was Giftschaden macht? Ja, schöner Scheiß. Naja, was habe ich nie noch für Dinger? Einer davon war definitiv Feuer. Wo auch immer er brennen durch ihr Herz. Aber wenn man unbedingt nur magischen Schaden machen will. Na gut. Will der Ziege jetzt ernsthaft zu Ivan hoch? Sein Ernst? Autsch. Was soll denn das? Ich finde das nicht okay. Na, der Tiger wird auf jeden Fall wahrscheinlich niemand dazu kommen, meine. Was? Der ist ausgewichen? Das macht alles physischen Schaden, verdammt. Ich glaube, zuschlagen macht ein bisschen Magen schon, ne? 10. Wow. Warte, hier, versteinerte Berührung. Ich habe das Vieh versteinert. Ich fühle mich sehr erfolgreich. Es stellt sich raus, dass das Drecksvieh immun gegen gefolgt. 5. Na gut, dann müssten wir jetzt ja theoretisch mit einem guten Feuerballsprung. Na? Das hat keine 7 Schaden gemacht? Hat der keinen Elementarschaden drauf, seine Waffe? Doch, hat er. Wasserschaden. Haha! Gut, wir, sind also jetzt verantwortlich dafür, den letzten Waldtigel zu haben. Ob das Vieh minimal sauer ist? Der Geistestigerin fletscht die Zähne, in ihren Augen blitzt es triumphierend. Wenn der Gottkönig die Waldtiger zurückbringt, wir uns erheben und herrschen, dann werdet ihr der Erste sein, der stirbt, Hundemann, nachdem wir mit euch gespielt haben. Vielleicht jagen wir euch im Wald, bevor ihr sterbt. Für euch gibt es keine Wiederkehr. Entschuldigung, die Quenten. Nein, warte mal. Willst du das mit ihm reden? Die Geistertigerin faucht dich an. Das Glitzern in deinen Augen ist beinahe triumphierend. Von ihr schwebt eine Vision ihres Zorns. Die Tiger des Waldes liegen leblos im Nebel. Sie ist der einzige verbleibende Geist. Aber sie hat einen Pakt geschlossen und sich an den Gottkönig verkauft. Und wenn sie sich mit ihren Leichen erhebt, werden sie kommen und dich jagen. Okay, also das ist, wir müssen uns doch gar nicht so reuevoll führen. Wenn die sich den Gottkönig da, das Ding ist, worum uns angeschlossen hat, dann ist ja alles gut. Die Blätter des Altars rascheln, ein leises Murmeln im Wind. Du beugst dich vor und atmest den süßen Duft frischen Holzes und blühenden Blumen ein, einer lauen Sommernacht. Ich vermisse sie auch gerade. Die Kopfneigung dir in verzweifelt wieder. Die ist ein Lust, wenn sein Tempel noch steht, ist es mir vielleicht besser bestellt, ist in einem anderen. Den herrlichen Duft einatmen, die Hände auf das kühle, glatte Holz legen. Der Geruch füllt dir den Verstand, deine Sicht beginnt zu verschwimmen. Du blinzelst und findest dich plötzlich bei einer mächtigen Lichtung wieder. Im Wind hörst du ein Flüstern. Gott, da du wendest dich der Stimme zu und siehst den zerschmetterten Körper eines Rehkitzes. Ein Rabe sitzt auf seinem Kopf und pickt an einem blutigen Loch, in dem einst sein Auge saß. Du willst dich eben abwenden, als das Kiez sich bewegt. Es lebt noch. Gott erweckt, flüstert es. Der Rabe dreht seinen beschmierten Schnabel zu dir. Seine Augen sind vertiefen blutrot. Gott erweckt, kriegst er, als es sich in die Luft erhebt und über die Lichtung kreist. Gott erweckt! Das Rehkitz atmet flach und unregelmäßig, doch es stupst einen Stein in deine Richtung. Du bückst dich und hebst ihn auf. Er ist rund und weiß. Ah, den Schein einfach, du irgendwie helfen kannst. Das Reh atmet mühsam, vergeben, bewegst den Mund. Du wirkst dich zu ihm und flüstert, hörst das Flüstern. Lauft. Du ziehst dich von den sterbenden Kreatur zurück, als du einen schweren, kalten Schlag auf deiner Schulter verspürst. Du blickst in die wilden, roten Augen des Raben. Ich sehe euch, Gott der Wächter! Ich sehe euch!
Der blutfleckige Schnabel hakt nach deinen Augen und du fühlst, wie er das Lied dich schlägt, durch das Auge dringt und auf die Knochen stößt. Du stolperst vom Altar zurück und greifst nach dein Gesicht. Deine Augen sind in Ordnung, doch der Altar hat sich verändert. Nun ist deine Mondsichel in seinen Holz gehackt worden. Wenn du dich entfernst, kannst du den dumpfen, pulsierenden Schmerz in deinen Augen nicht unterdrücken. Wieder 20.000 XP. Also, das nehme ich. Wir haben erfahren, dass das mit dem Mond im Bunde steckt. Wir haben das Vogel mit der Sonne im Bunde steckt. Ja, das wusste ich doch alles schon mal. Ich hab das schon mal ein Rätsel gelöst. Das in die Richtung ging. Sehr schön, ich muss wieder Zettel raus und mir das aufschreiben. Ich gehe mich davon aus, dass mir der komische Tiger nicht ganz so doll böse ist. Was ist das da oben? Magister Roy? Was? Vertrauen? Garrett? Warte, Vertrauen? Was denn Vertrauen? Der Charakter ist von Alexanders Anwesenheit inspiriert. Ach, Alexander ist hier, Mensch. Aura des Vertrauens. Paladin Fortimir und Paladin Adlard. Und da oben ist Magister Mosin. Ja, dann rennen wir mal mit Lilis vor, mal gucken, was da rumkommt. Magister senkt die Waffen, ihr gehört mir, was? Ich nehme euren Kopfsucher. Warte mal, jetzt, Ach so, worum geht's denn hier? Im 11. sind wir auf eine Pattsitzung zwischen Garrett und Alexander gestoßen. Garrett möchte Alexander töten. Wir auch, dachte ich. Wir können es das eh nicht erlauben, dass es hier noch weitere Nebenbuhler gibt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das Lilith vorne steht. Kennen wir den nicht auch? Magister Rowe? Nehmen wir mal einen Kopfsucher, hat sie gesagt. So. Sie hat Bücher. Warum hat sie so viele Bücher in der Hand, die ich kaufen kann? Das heißt aber, dass wahrscheinlich das hier nicht gleich ausartet, oder? Aber egal, das ist mehr in der nächsten Folge. Wir sehen uns bis dahin. Oh, das ist cool. Bis dann. Ciao.